Hallo. Was machen Sie denn hier so früh am Morgen? Ich habe mir nur den Schlüssel für den Bootsteg geholt. Ich will mal wieder angeln. Ah ja, da soll's ja die fettesten Fische geben. Ha! Sonne, Kavenzmänner! Sonne! Deshalb darf ja auch nicht jeder angeln, nicht? Nur die Verwandtschaft. Ich wusste gar nicht, dass Sie mit denen verwandt sind. Weitläufig. Die Mutter meiner Frau ist die Schwipp-Großcousine von Wolfsons Onkel. Sie wollten zum alten Wolfson? Bitte? Soll letzte Nacht sehr schlimm gewesen sein. Na denn, Ja, Herr Petri, heil! Die Mutter seiner Frau ist die... Moin, moin. Moin. Sie hatten bei mir angerufen. Geht ihm ganz schlecht. Er wird sich schon wieder aufraffeln. Wollen Sie einen Kaffee, Doktor? Danke, nein. Ich schaue mal nach ihm. Ich finde schon den Weg. Wie soll das alles bloß weitergehen? Herr Wolfs, ich bin's, der Doktor. Dr. Teschner. Erkennen Sie mich nicht? Herr Wolfsen. Ja, wenn es dir zu viel wird, bitte, dann kann ich ja die Pflege übernehmen. Das ist ja schließlich mein Vater. Ja. Ich tue ja alles, was ich kann. Sind die Pferde auf der Koppel? Wo sonst? Dann gehst du jetzt in den Stall. Ich weiß selber, was ich zu tun habe. Quatsch mich hier nicht dauernd voll. Du, noch hab ich hier das Sagen, mein Lieber. Heiko. Moin. Na, wie geht's? Wo waren die Pferde? Denen geht's hier noch am besten. Setzen Sie sich doch. Danke. Kaffee? Ja, gern. Wenn Sie mich fragen, Herr... Dich fragt aber niemand. Klar, mich fragt ja niemand. Ja, kannst doch nicht schnell genug gehen. Moin. Sie können es ruhig sagen. Es geht zu Ende, ja? Sein Zustand hat sich sehr verschlechtert, seit ich das letzte Mal hier war. Irgendwas muss passiert sein. Was soll denn passiert sein? Das wechselt doch ständig bei ihm. Mann, du, Herr Weber. Heute kein Unterricht. War doch nur Vertretungsreise. Hoppla. Jetzt ist der Herr Martin wieder da. Haben Sie Ihren Schülern nun endlich die Anglizismen ausgetrieben, also cool und Event und so? Hopfen und Malz verloren. Ist eine andere Generation. Ich bin froh, dass ich wohlbehalten ins Privatleben zurückgekehrt bin. Hab ich wenigstens wieder genug Zeit zum Angeln. Ah ja, Angeln. Und da wollen Sie jetzt bestimmt den Schlüssel für den Bootsteg holen. Ja. Da soll es ja solche Kavenzmänner geben. Hä? Oh, Prachtexemplare, Doktor, Prachtexemplare. Sagen Sie, sind Sie eigentlich auch mit den Wolfsens verwandt? Weitläufig. Nur sehr weitläufig. Die Nichte meiner Frau ist die, warten Sie mal, die Großcousine von, Ersparen Sie mir die Details, ersparen Sie sie mir. Den Schlüssel hat übrigens schon der Herr Fletch geholt. Fletch. Moment, Moment, Moment. Wollen Sie in Ihrer Verwandtschaft nicht wenigstens guten Tag sagen? So eng sind unsere Beziehungen nicht. Und der Unfrieden in diesem Haus. Ja, wie das so ist auf dem Lande. Wenn's ans Sterben geht, geht's auch ans Erben. Aber ich hab uns gesagt. Petri, heil! Sieht gut aus, der Zander. Der sieht nicht bloß gut aus, der schmeckt auch so. Ah, dann nehm ich doch die beiden. Ich würde sagen, nehmen Sie noch einen dritten, ich mache einen guten Preis. So frisch kriegen Sie die nie wieder. Was sag mal, kochst du für eine ganze Kompanie, Floriane? Hallo. Ja, du, wir sind inzwischen eine richtige Großfamilie geworden. Jeanette, Gitte, Eckholm. Und Vanya ist auch noch zu Besuch. Ach,
Wissen Sie was, junge Frau, ich mache Ihnen die gleich fertig. Das ist ja nichts für so zarte Frauenhände. Und geben Sie dem Lütten nichts davon, der verträgt das nämlich noch nicht. Klar, Herr Obdin, klar. Mensch, du, wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Ach, hör bloß auf. Was ist denn? Ist was mit Martin? Nee, mit Hinachsen. Ich könnte mich schwarz ärgern über den. Man braucht bloß den Namen Gertrud zu erwähnen und schon... Fing doch so gut an mit denen. Ja, das dachte ich auch, aber Banane. Irgendwie gehen die sich ganz komisch aus dem Weg. Ach, ich dachte immer, wenn zwei zusammenpassen, dann die beiden. Ich steig da auch nicht dahinter. Lad sie doch zum Fischessen ein, ganz unverfänglich. Genau deshalb bin ich hier. Na, was wären denn da für Intrigen gesponnen? Ich hätte auch gern zwei schöne Zander, Herr Obdin. Das ist Makrele. Zander liegt da hinten. Ja. Ach, der hat mir gerade noch gefehlt. Ah. Reißen Sie Fletsch! Beißen? Sonne Kavenzmänner! Ich komme hoch zu Ihnen! Oh, Weber! Musste früher aufstehen, ne? Heute angel ich hier. Wie Sie meinen! Na, verschwinde! Verscheuch mir die Fische! Hau ab! Das ist mein Hoheitsgewässer! Hoheitsgewässer? Hast du Hoheitsgewässer gesagt? Na, warte doch! Das ist einer dran. Hau ab, du mieser Fischotter, du! Da ist einer dran! Fletsch! Das ist ein Kavenzmann! Was, Fletsch? Was bist du? Was bist du? Hau ab! Ja! Das wirst du mir büßen! Das wirst du mir büßen! So wird geangelt! Du lässt ja gar nichts mehr von dir hören. Ich dachte, du wolltest nur den Flugschein machen. Hm? Oder hast du Angst vorm Fliegen? Ich habe eher Angst, dass dein Vater unterm Sitz vorkommt, wenn wir im Cockpit sitzen. Du bist immer noch nicht drüber hinweg. Ja, entschuldige bitte. Man sieht dich nur noch im Doppelpack mit ihm. Ich habe ihn nicht um seine Hilfe gebeten, aber ich kann auch gehen. Nun, warte doch, komm. So war es nicht gemeint. Entschuldige. Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, Sie möchten nicht immer mitten in die Untersuchung hereinplatzen? Herr Doktor, erstens platze ich nicht, zweitens bringe ich den gewünschten Verbandsmull und außerdem untersuchen Sie doch gar nicht. Also, ich untersuche dich gern, so ist es nicht. Ich kann auch zu Dr. Teschner gehen, so ist es nicht. Wieso, was ist denn? Bist du krank? Was fehlt dir denn? Du fehlst mir. Du bist wirklich der größte Idiot, den ich kenne. Wann drehen wir denn mal eine Runde mit deinem neuen Auto? Komm, das hättest du nun wirklich gleich sagen können. Außerdem sind meine Pillen alle. Was für Pillen? Du bist wirklich der größte Idiot, den ich kenne. Dass ich nicht lache! Ich hol sie mir auf der Stelle wieder raus! Wie? Kannst du noch mal angeln? Und da hast du die Würmer dazu! Ne? Bist du verrückt? Hör auf! Ah! Hör auf! Hör auf! Ah! Seit ihr Hundchen bei mir ist, bin ich ein ganz anderer Mensch geworden. Ah ja? Viel ruhiger und ausgeglichener. Finden Sie nicht auch? Haustiere sollen ja manchmal Wunder wirken. Nicht, Bertito?
Vielleicht liegt sie auch an Ihnen. Ein Mann im Haus. Ein Mann wie Sie. Das wirst du mir büßen, du! Sie sind schuld! Sie sind schuld! Du. Sie haben angefangen! Du! Was ist denn mit dem passiert? Haltet ihn! Verdammt nochmal, haltet ihn! Sind denn hier alle völlig durchgeknallt? Das wirst du mir büßen, Bela! Das wirst du mir büßen, du! Wo kommen Sie denn her? War angeln. Hat sie vielleicht einen Walfisch ins Wasser gezogen? Passen Sie nur auf, dass Sie keine Lungenentzündung kriegen. Kümmern Sie sich doch um Ihre eigenen Angelegenheiten. Ah, mein Fuß. Mein Fuß. Ah, Frau Sennemann, ganz ruhig, da kriegen wir alles wieder hin. Sie wissen doch, Hunde machen ruhig und ausgeglichen. Ja, ja, ja. Ich musste noch mal mit Ihnen sprechen, Herr Doktor. Heute früh, da ging das ja schlecht. Also mehr kann ich Ihnen da jetzt auch nicht sagen. Kann man da wirklich nichts machen? Ich meine, heute macht man doch mit Medikamenten. Schauen Sie, Medikamente, die helfen da wirklich nicht. Ich weiß, es ist schwer, seinen Vater zu verlieren, aber vielleicht ist es auch eine Erlösung für ihn. Eine Erlösung? Nach all den Leiden, der mühevollen Pflege. Ich weiß, sowas sagt sich leicht, aber Ihr Vater hat ein gesegnetes Alter erreicht. Er hat sein Leben gelebt. Und was ist mit meinem Leben? Wenn mein Vater stirbt, stehe ich vor dem Nichts? Ich bitte Sie, Sie haben den Hof. Den Hof? Es ist der florierendste Hof weit und breit. Ich habe ihn zu dem gemacht, was er jetzt ist. Ich habe ihn durch alle Krisen geschleust. BSE und was weiß ich alles. Ich habe mein ganzes Leben lang geschuftet, wie der letzte Ackergaul. Nie Urlaub. Immer unter der Knute, wie der letzte Leibeigene. Sie kennen ja meinen Vater. Waren Sie über Kreuz mit ihm? Das heißt über Kreuz. Unser Verhältnis war nie das Herzlichste. Ich habe ihn auch manchmal verflucht, aber ich habe meine Arbeit gemacht. Und ich habe gedacht, dass ich eines Tages die Früchte, dass dann alles anders wird. Das wird ja noch. Tja, das wird es nun. Mich speist er mit dem Pflichtanteil ab. Bargeld, weiter nichts. Und den Hof? Den Hof erbt mein Sohn. Aber es ist ein richtiges, vollgültiges Testament. Alles notariell bestätigt. Was sagt dein Vater dazu? Der hat getobt. Die ganze Nacht auf Großvater eingeredet. Und mich bezeichnet er als Erbschleicher. Mich! Ihr scheint euch ja bestens zu verstehen. Ich kann mit ihm genauso wenig wie er mit seinem Vater. Es ist das Gleiche in Grün. Er behandelt mich wie seinen Leibeigenen. Sag mal, was ist denn da los bei euch? Ihr seid doch eine Familie. Familie. Wenn mein Großvater nicht gewesen wäre, dann wäre ich schon längst über alle Berge. Seit wann kennt dein Vater das Testament? Seit gestern Abend. Er ist einfach um Großvaters Papiere gegangen. Und dann hat er ihn die ganze Nacht bearbeitet, bis er endlich zugestimmt hat, das Testament zu ändern. Muss man sich nicht wundern, dass es dem Alten jetzt so schlecht geht. Aber geändert hat dein Großvater das Testament noch nicht? Nee, das hat er nicht geschafft. Aber jetzt wird er ihn entmündigen lassen und das Testament anfechten. Keine Chance. Wenn dein Großvater das Testament vorher aufgesetzt hat, keine Chance. Mach dir mal keinen Kopf, Heiko. Sag mal, leist du mir mal für eine Runde? Klar. Hey. Ich habe lange mit ihm gesprochen. Er wollte das Testament ändern, das müssen Sie mir glauben. Das glaube ich Ihnen, ja. Er war auch vollkommen klar, aber auf einmal heute früh. Was soll ich denn machen? Soll ich mir einen Strick nehmen? Herr Wolfsen, ich bitte Sie.
Kann er nicht wieder ins Krankenhaus? Kann er da nicht künstlich ernährt werden? Jetzt mal ganz ruhig. Es war sein Wunsch, dass er nach Hause kommt. Sein letzter Wunsch. Bevor im Bewusstsein. Und das muss ich akzeptieren. Und das sollten Sie auch akzeptieren. Wir haben nicht das Recht, sein Leben künstlich zu verlängern. Gegen sein Willen. Es ist Ihre ärztliche Pflicht. Hey, du hast dich aber in Schale geschmissen. Na ja. Es ist aber noch nicht ganz so weit. Du kannst mir aber beim Kartoffelschälen helfen. Tut mir leid, geht nicht. Ich muss gleich los. Na, wo willst denn du hin? Wir haben doch heute unser Fischessen. Verdammt, ich vertue. Hab ich ganz sogar vergessen. Willst du mir etwa auch noch einen Korb geben? Nee, ja, ich meine, Fisch können wir jeden anderen Tag auch essen. Ne? Ich muss jetzt los, sonst verpasse ich den Bus. Schönen Abend noch. Ne? Na super. Ach, es ist ein himmelschreiendes Unrecht. Ein himmelschreiendes Unrecht. Albert, bitte, jetzt beruhige dich. Wie kann dieser Mann den eigenen Sohn enterben, der sich sein ganzes Leben auf dem Hof abgeschunden hat? Entschuldige, aber kennst du die Familienverhältnisse wirklich so genau? Ja, das sehr genau. Ich habe den Alten getraut, ich habe seinen Sohn konfirmiert und den Jungen auch. Sind zwar alle schlechte Christen und skannische Esel, aber Recht muss Recht bleiben. Tut dir denn der Peter Wolfsen nicht leid? Er tut mir leid. Er tut mir sogar sehr leid. Mag er sein, wie er will, aber das hat er nicht verdient. Ich? Ja. Anja, was machst du denn da? Dein Turm. Ah. Darf ich nicht nochmal zurück? Das Turm ist weg. Der Turm, Gitte. Du bist gemein. Spielst du mal für mich weiter, Jeanette? Ich werde diese Familientragödie nicht zulassen. Ich werde diesem alten, starrischen Esel ins Gewissen reden und sei es auf dem Sterbebett. Albert, hörst du mir nicht mehr zu? Der Mann ist nicht mehr ansprechbar. Dann überweise ihn ins Krankenhaus. Er hat schließlich zugesagt, dass er das Testament ändern wird. Häng ihn an den Tropf, bis er wieder bei Sinnen ist. So was sagst du, als Pastor. Ach was, ich bin kein Pastor mehr. Jeder hat ein Recht auf seinen Tod, das muss ich dir doch nicht sagen. Du hast recht, Ed. Lass ihn in Ruhe und Würde sterben. Damit dieser junge Schnösel schneller an sein Erbe rankommt, ja? Was mischst du dich da überhaupt ein? Dieser junge Schnösel ist sozusagen mein Mandant. Was? Dein Mandant? Dann sorg lieber dafür, dass seinem Vater Gerechtigkeit widerfährt. Juristisch ist das völlig in Ordnung, wenn jemand seinen Enkel als Erben einsetzt. So richtig. Was versteht der Bengel denn schon von der Landwirtschaft? Der macht ein bisschen mit den Pferden rum. Das ist dann schon alles. Er will dort einen Ferienhof aufmachen. Ferienhof? Ferien auf dem Lande. Der Alte ist doch gar nicht unter der Erde und schon wird verfügt. Der Fisch ist fertig. Ach, mir ist der Appetit vergangen. Sag deinem Vater, dass er Sterbehilfe, was er da macht. Wenn ich ihn ins Krankenhaus bringen würde, das wäre Sterbehilfe, dann würde er nämlich schon unterwegs sterben. Was wirst du tun? Frag lieber, was kann ich tun? Na? Ich dachte, wir wollten mit Bein fahren. Ja, das können wir doch immer noch machen. Ist das denn ein Fluchtauto? Für alle Fälle? Quatsch. Ach, schau mal da. Sag jetzt bloß nicht dein Vater. Nein. Schau doch mal. Da hat doch wohl jemand die gleiche Idee. Mhm. Komm. Aber das ist trotzdem nicht nett von uns. Ach, mit Floriane, mit ihrer ewigen Kuppelei. Ich lass mich doch nicht verkuppeln. Ich lass mich auch nicht verkuppeln. Aber um den schönen Zander ist es ganz schön schade. Ja, vielleicht können wir ja hier irgendwo einen schönen Zander essen. Ne? Ja. Ich kann nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr. Können wir spielen gehen? Klar.
Gertrud einfach abgesagt hat? Ich verstehe das nicht. Na, das war mein letzter Versuch. Nimm du wenigstens. Ich platze. Komm, was soll ich denn machen mit dem ganzen Fisch? Du, Flo, ich muss dir was sagen. Ich kann noch mal für 3 Wochen in die Reha. Allerdings auf eigene Kosten. Wieder darunter? Mhm. Gleich zu Ferienbeginn. Aber das ist doch die Zeit, in der wir zusammen verreisen wollten. Ich brauche die Kur. Ich bin immer noch nicht ganz fit. Ist was? Das frage ich dich. Du bist doch so komisch in letzter Zeit. Eigentlich seitdem du wieder da bist. Ach, Quatsch. Ja, und da fährt uns doch tatsächlich der letzte Bus vor der Nase weg, ne? Ja, und wir sitzen da mit unserem Zander. Und war er denn wenigstens gut, der Zander? Ja, lecker. Ja, und das wäre ja auch nur für eine Nacht. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Zimmer 324, bitte. So trifft man sich. Ja. Bitte, Herr Doktor. Danke. Ja, also dann. Angenehme Nacht. Ja. Ihnen auch. Ich hätte noch 325. Das ist ja genau daneben. Ach, hätten Sie nicht vielleicht ein anderes Zimmer? Gut, dann die 323. Ja. Ja. Danke. Bitte? Danke. Und das, Mutti, wüsste. Wo haben Sie denn verkühlt? Oh, beim Angeln. Beim Angeln. Hat sich's wenigstens gelohnt? Och, nein. Ja. Wollen Sie mal Luft? Ich wüsste. Haben Sie Fieber gemessen? Ich wollte nicht vorgreifen. Klingt gar nicht gut, Ihre Stimme. Naja, ich muss zum Glück keinen Unterricht mehr halten. Ich verschreibe Ihnen was gegen die Heiserkeit. Können Sie wieder anziehen. Glauben Sie, dass das eine Lungenentzündung wird? Das wollen wir nicht hoffen. Naja. Na, Herr Flesch, Sie sind ja so winterlich heute. Ich kann nicht warten. Bin Notfall. Was fehlt Ihnen denn? So was mir fehlt. Sagen Sie mal, hören Sie das nicht? Ich habe eine schwere Lungenentzündung. Das habe ich kommen sehen. Habe ich nicht gleich zu Ihnen gesagt, halten Sie auf, dass Sie keine Lungenentzündung kriegen mit Ihren nassen Klamotten? Ja, ich muss sofort vorgelassen werden. Nein, das geht aber nicht. Wir müssen alle warten. Sogar ich mit meinen gebrochenen Knöcheln. Habe ich Ihnen zu verdanken. Jetzt nehmen Sie doch Vernunft an. Und warten Sie doch wenigstens so lange, bis der Weber raus ist. Wer ist denn? Weber? Weber? Der kann was erleben. Oh, dich melde ich ins Gefängnis. Dich melde ich ins Gefängnis. Sind Sie verrückt geworden? Moment, meine Herren. Was ist hier eigentlich los? Lassen Sie das. Ich kann nichts dafür, der ist hier einfach so reingestürmt. Ich kann das bestätigen. Er hat sich vorgedrängelt. Eigentlich bin ich nämlich dran. Ich habe einen gebrochenen Knöchel. Das habe ich ihm zu verdanken. Frau Sellmann, einen Augenblick bitte. Lungenentzündung. Dass ich nicht lache. Meine Herren, würden Sie mir bitte erklären, was hier los ist? Er hat mich angegriffen. Das haben Sie selber gesehen. Er hat mich ins Wasser geschossen. Das ist mutwillige Körperverletzung. Sie lügen, Fletch. Sie haben mich ins Wasser. Sie mich. Er hat meinen Fisch ins Wasser gekippt. Oh. Und Sie? Wer hat die Angel nach mir ausgeworfen? Moment, aber jetzt mal Ruhe, meine Herren. Bitte Ruhe, ja. Sie haben sich wahrscheinlich in der Adresse. Hier ist nicht die Polizeistation und auch keine Anwaltskanzlei. Ist das klar? Uli, kommst du bitte mal? Frau Wolfsen ist draußen. Muss das jetzt sein? Ja, ich denke schon. Gut. Also, wenn die Mandanten dann bitte Platz nehmen dürfen. Bitte! Fieber müssen. Beiden.
gegangen bin, ist ganz ruhig eingeschlafen. Mein Sohn hat die ganze Nacht an seinem Bett gesessen, hat seine Hand gehalten. Mein Beileid, Frau Wolfson. Ich weiß ja nicht, wie das ist mit den Formalitäten. Ganz ruhig. Ich komme dann vorbei, ja. Ich muss mich bloß noch um meine Patienten kümmern, oder? Oder wenn Sie warten wollen. Nein. Nein. 37,8. Etwas erhöhte Temperatur. Trotzdem etwas Bettruhe kann nicht schaden. Aber ich die schwitzen, der Arme. 37,8. Das kann doch gar nicht sein. Herr Fletch, machen Sie sich bitte frei, ich will Sie untersuchen. Herr Weber, Sie können gehen. Bis zur Beerdigung sind Sie beide wieder auf den Beinen. Beerdigung? Was denn für eine Beerdigung? Gestatten? Der alte Wolfson ist heute Nacht verstorben. Ach. Nein. Mein Beileid. Sie sind ja beide mit ihm verwandt. Weitläufig. Sehr weitläufig. Ich denke, Sie werden dem alten Herrn doch die letzte Ehre erweisen. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Juhu! Moin, Soyane. Moin. Mach's gut, mein Mädchen. Jo, bis bald. Sag mal... Was soll ich denn sagen, Soyane? Nimmst du jetzt Fahrstunden? Wieso? Sehe ich so aus, oder was? Du riechst so nach Parfum. Ich riech so nach Parfum? Tatsächlich, woher das wohl kommt, ne? Du hast doch nicht etwa was mit der da. Ach, Mädchen, mit der doch nicht. Das ist doch nicht mein Typ. Das möchte ich dir auch geraten haben. Wieso? Der alte Lange bringt dich um. Da ist doch nichts dran. Das ist doch nicht meine Gewichtsklasse. Du hättest dich an Gertrud halten sollen, die wäre was für dich gewesen. Aber du treibst dich ja lieber in so zweifelhaften Etablissements rum. Pass mal auf, mein Mädchen, ich will dir mal was sagen. Kümmer du dich um deine eigene Angelegenheit, ja? Und jetzt will ich dir mal was sagen. Ach, ich sag überhaupt nichts mehr. Ist auch besser so. Ich wollte ja nur, dass hier wieder ein bisschen Leben in die Bude kommt. Hier wird bald mehr Leben in der Bude sein, als dir recht ist. Ich bin mal sehr gespannt, wen du diesmal anschleppst. Hoffentlich nicht wieder so eine halbseidene chinesische Psychopathin. Nee, das bestimmt nicht. Es tut mir leid, Herr. Weißt du, wo Vater ist? Draußen. Auf den Feldern, was weiß ich. Er ist doch vollkommen durchgeknallt. Das ist der Schmerz. Der Schmerz. Der bringt es noch fertig und zündet uns hier die Bude an. Wie kannst du sowas sagen? Das ist der Totenschein. Ja. Mein Großvater ist eines natürlichen Todes gestorben. Daran besteht wohl kein Zweifel. Sonst denkt mir mein Vater womöglich noch an, dass ich nachgeholfen habe. Oder Sie, Herr Doktor. Der bringt alles fertig in seinem Schmerz. Wann ist Ihr Schwiegervater geboren? Am 20. Mai 1920. Moin! Moin! Frau Sellmann müsste geräumt werden. Ja, mach ich! Mach ich! Frau Sellmann, moin! Moin, moin, Herr Doktor! Moin! Streust du so? Ja, das ist das Nachtleben von Flensburg. Mit dem Doktor? Ach, Jutta, der Doktor ist doch gar nicht meine Gewichtsklasse. Wer denn dann? Verrat ich nicht. Herr Doktor! Tut mir so leid, das ist... so viel Unfrieden in unserer Familie. Ich weiß, wie schwer das für Sie ist. Ich wünsche Ihnen viel Kraft. Ich
Ich möchte, dass mein Schwiegervater wenigstens in Würde begraben wird. Entschuldigung, dafür bin ich nicht zuständig. Könnten Sie nicht, ich meine, Pastor Engel ist auf Urlaub und ich möchte nicht, dass irgendein ortsfremder Pastor... Aber Frau Wolfs, ich kann doch keine Grabrede halten. Nein, nein, aber könnten Sie nicht mit Herrn Eckholm sprechen? Herr Doktor, ich habe Frau Sellmann die Röntgenaufnahme mitgegeben, richtig? Richtig. Weil Herr Dr. Teschner auch noch einen Blick darauf werfen möchte, richtig? Richtig. Dann rufe ich jetzt den nächsten Patienten rein. Richtig. Richtig. Herr Lange, bitte. Moin. Moin. Seien Sie bloß nicht, Sie haben wieder Probleme mit Ihrem Magen und ich soll Sie noch mal krank schreiben. Nein. Nein, nein. Ich wollte mich nur bei Ihnen bedanken. Bedanken? Wofür denn? Doc, wenn Sie nicht gewesen wären, hätte ich wohl heute noch mein Magengeschwür. Und rauchen würde ich wohl auch noch. Ich bitte Sie, Herr Lange. Das ist wirklich nicht nötig. Das ist doch selbstverständlich. Tja. Dann? Ja, dann. Ach, was ich noch sagen wollte. Es tut mir so leid. Was tut Ihnen leid? Das mit Ihnen und meiner Tochter, aber ich wollte das nicht hintertreiben. Hm. Das ist ja nicht mehr zu ändern. Wie? Was ist nicht mehr zu ändern? Es ist offenbar ein anderer Mann im Spiel. Meine Tochter ist heute Nacht nicht nach Hause gekommen. Ja. Doc, ich hielt es für meine Pflicht, Sie davon in Kenntnis zu setzen. Ja, sicher. Leben Sie wohl. Danke. Moin. Schwester, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ja, das wünsche ich Ihnen auch, Herr Lange. Also, das soll nun einer verstehen. Er spielt da den Otello und jetzt bedankt er sich bei Ihnen mit Rosen, weil Sie mit seiner Tochter eine Nacht im Hotel verbracht haben. Die ist doch aber sehr hübsch. Er weiß eben, was ich gehört. Ja, ich weiß. Pass auf. Das ist dein Fall? Ja, doch. Ah. Sehr gut, Jeanette. Sehr gut. Hallo. Bist du schon wieder hier? Wegen Gitte. Sag mal, wann bist du mal in deiner Kanzlei in Flensburg? Gar nicht mehr, oder? Ich muss mit dir reden, Dad. Du musst das jetzt zu Ende. Ja. Dann rede. Rede. Also, wenn die Damen mich bitte einen Moment entschuldigen würden, ja? Aber nicht die Figuren versetzen. Du? Was ist denn los? Was gibt's denn so Dringendes? Peter Wossen will Strafanzeige stellen. Ach ja? Wegen unterlassener ärztlicher Hilfeleistung. Woher weißt du das? Von Heiko. Seinen Vater will ich vors Gericht bringen. Hm. Na und? Der bringt's fertig und lässt eine Obduktion vornehmen. Hm. Du reagierst da so gelassen. Sowas kann sehr unangenehm werden. Ich kenne solche Fälle aus unserer Kanzlei. Sterbehilfe und so. Hast du gesagt Sterbehilfe? Nicht aktive Sterbehilfe. Also passive. Uli, wollen wir jetzt weiterspielen? Würdest du mal für mich weiterspielen, freundlicherweise? Ich glaube nicht, dass deine Figuren sehr gut stehen. Ach, so schlecht nun auch wieder nicht. Und wenn, du wirst das Ruder schon rumreißen, ne? Albert, beobachtest du die Sterne? Ich denke über das Leben nach. Und zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Tja, so alt ich auch geworden bin. Ich wundere mich immer wieder, was Menschen Menschen antun können. So ist das Leben. Ja, ich kann mich damit nicht abfinden. Und ich werde mich nie damit abfinden. Merk schon, du bereitest deine Trauerrede vor. Ja, weißt du, Uli, ich wollte das erst ablehnen, aber ich habe es mir noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Es sind schließlich auch Christenmenschen. Christenmenschen?
Pastor. Ja. Vielen Dank. Sie haben sehr schöne Worte gefunden. Sie haben uns aus dem Herzen gesprochen. Ja, was soll ich Ihnen noch sagen? Ich weiß, wie schwer das für Sie ist. Aber denken Sie daran, das Leben geht weiter. So oder so. So oder so. Herr Pastor, soll ich Sie nicht heimfahren? Danke, nicht nötig. Mir ist das ziemlich an die Nieren gegangen, was Sie da über unsere Familie gesagt haben. Ich wollte Sie jetzt noch was fragen. Ja, bitte. Was würden Sie tun, wenn Sie an meiner Stelle wären? Würden Sie auf das Erbe verzichten? Ich bin nicht an deiner Stelle, Heiko. Und es geht auch nicht nur um das verdammte Erbe. Du hast mich nicht verstanden. Ich habe meinen Großvater doch sehr gemocht. Ich habe doch nichts Unrechtes getan. Zwischen deinem Vater und deinem Großvater war ein Leben lang Zwietracht und Hass. Und zwischen dir und deinem Vater ist es dasselbe. Soll denn das ewig so weitergehen? Kann denn keiner diesen Teufelskreis durchbrechen? Ach, ich wiederhole mich. Ich bin jetzt sehr müde. Ich muss mich etwas niederlegen. Soll ich Sie nicht heimfahren? Danke. Mein eigenes Fahrzeug. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Moin, Herr Fletsch. Wie war denn das Begräbnis? Ja, wie immer. Sagen Sie das nicht. Jedes Begräbnis ist anders. Ja, ist auch wieder wahr. Ja, aber Sie haben noch nie mal einen Leichenschmaus gegeben. Ach, nun wollen Sie sich selber einen in die Pfanne hauen. Das ist auch richtig so. Fisch möbelt richtig auf nach so einem traurigen Ereignis. Den da. Den wollte ich haben. Weber. Dein Pech, du kommst immer zu spät. Nehmen Sie doch den anderen, der ist genauso groß, das ist dein Zwillingsbruder. Angeln Sie nicht selber? Ein Zehner. Was ist denn? Ich wollte einen Vorschlag machen. Wir können doch in Zukunft zusammen auf dem Steg. Hast du mit dir das Begräbnis wohl im Verstand geraubt, hä? Weißt du, was du bist? Na, 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 na. Weißt du, was du bist? Das nächste Mal kommst du mir nicht so billig davon. Moin, moin. Moin. Ich hätte gerne 4 schöne große Zander. Oh, die Zander haben jetzt die anderen. Aber Dorsch und Hecht ist ja auch nicht schlecht, ne? Nö. Nimm einen schönen Dorsch. Mhm. Wirst du recht? Ja, ja. Gut. Vater. Wir haben miteinander zu reden. Ich wüsste nicht, was wir zu reden hätten. Das ist Manja Teschner. Guten Tag, Herr Wolfsen. Teschner? Der Sohn vom Doktor. Mein Rechtsanwalt. Der Alte ist nur gar nicht mehr richtig unter der Erde und da kommst du schon mit dem Anwalt. Ich will gar nicht lange um den heißen Brei. Es soll alles so bleiben wie bisher. Das schlagt dir aus dem Kopf. Ich mach nicht den Knecht auf deinem Hof. Das sollst du auch nicht. Du machst die Wirtschaft, wie immer. Und ich mach einen Reiterhof auf. Mit Ferienbetrieb. Ob das im Sinne deines Großvaters ist? Es ist in meinem Sinne. Und wahrscheinlich auch in deinem. Fellversaufen hat man das immer bei uns genannt. Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Juristisch gesehen können wir das ganze Ding wasserdicht machen. Ist doch ein Haken. Ich brauche Geld. Für einen Ausbau. Ich will keinen Kredit aufnehmen. Und das Geld willst du von mir, ja? Naja. So viel ist das nicht, was mir mein Vater vermacht hat. So viel brauche ich ja auch nicht. Rechtlich würde das Ganze natürlich verbrieft werden. Kannst du es dir nochmal überlegen, Vater? Aber überleg nicht zu lange. Ich kann auch verkaufen. Heiko, der Hof muss in unserer Hand bleiben.
Also, das hätten wir nun wirklich nicht erwartet, was? Nee, diese Heimlichtour. Aber jeden zweiten Tag Fisch. Sag mal, und ihr fährt wirklich so einigermaßen Auto? Ihr fährt ausgezeichnet. Ja. Und Martin geht noch mal zur Kuh? Mhm. Was ist denn los mit euch? Ich weiß auch nicht. Er ist in letzter Zeit so merkwürdig. Das ist zwar kein Zander. Ist's recht. Hey, der Barsch, naja. Und wenn's nicht reicht, ist auch noch Scholle da. Hey. Oh, da sieht der klasse aus. Hallo, Vanya. Du bist ja schon wieder hier. Also, falls du Gitte suchst, hier ist sie nicht. Ich bin hier, um dich zu treffen. Ich wollte dir sagen, dass Wolfson keine Anzeige erstattet. Hm. Warum sagst du nichts? Och, hätte ich ihm auch nicht geraten. Hätten nur die Anwälte dran verdient. Trotzdem, schönen Dank. Was wird denn hier gefeiert? Ach, was weiß ich. Irgendeine Verlobung oder vielleicht eine Doppelverlobung. Vielleicht ist es auch nur ein ganz normales Fischessen. Komm. Da sitzt dich. Hallo? Hallo. Hallo. Ja, dann greift mal zu. Ja, nun mal los. Guten Appetit. Könnten Sie nicht mit Herrn Eckholm sprechen? Herr Doktor, ich habe Frau Sellmann die Röntgenaufnahme mitgegeben, richtig? Richtig. Weil Herr Dr. Teschner auch noch einen Blick darauf werfen möchte, richtig? Richtig. Dann rufe ich jetzt den nächsten Patienten rein. Richtig. Richtig. Herr Lange, bitte. Moin. Moin. Seien Sie bloß nicht, Sie haben wieder Probleme mit Ihrem Magen und ich soll Sie noch mal krank schreiben. Nein. Nein, nein. Ich wollte mich nur bei Ihnen bedanken. Bedanken? Wofür denn? Doc, wenn Sie nicht gewesen wären, hätte ich wohl heute noch mein Magengeschwür. Und rauchen würde ich wohl auch noch. Ich bitte Sie, Herr Lange, das ist wirklich nicht nötig, das ist doch selbstverständlich. Tja. Dann? Ja, dann. Ah, was ich noch sagen wollte. Es tut mir so leid. Was tut Ihnen leid? Das mit Ihnen und meiner Tochter, aber ich wollte das nicht hintertreiben. Hm. Ist ja nicht mehr zu ändern. Wie? Was ist nicht mehr zu ändern? Es ist offenbar ein anderer Mann im Spiel. Meine Tochter ist heute Nacht nicht nach Hause gekommen. Ja. Doc, ich hielt es für meine Pflicht, Sie davon in Kenntnis zu setzen. Ja, sicher. Leben Sie wohl. Danke. Moin. Schwester, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ja, das wünsche ich Ihnen auch, Herr Lange. Also, das soll nun einer verstehen. Er spielt da den Otello und jetzt bedankt er sich bei Ihnen mit Rosen, weil Sie mit seiner Tochter eine Nacht im Hotel verbracht haben. Die ist doch aber sehr hübsch. Er weiß eben, was ich gehört. Ja, ich weiß. Da. Pass auf, das ist dein Fall? Psst, ja doch. Ah, sehr gut, Jeanette, sehr gut. Hallo. Bist du schon wieder hier? Wegen Gitte. Sag mal, wann bist du mal in deiner Kanzlei in Flensburg? Gar nicht mehr, oder? Ich muss mit dir reden, Dad. So, muss das jetzt zu Ende? Ja. Dann rede. Rede. Also, wenn die Damen mich bitte einen Moment entschuldigen würden, ja? Aber nicht die Figuren versetzen. Du? Was ist denn los? Was gibt's denn so Dringendes? Peter Wolfson will Strafanzeige stellen. Ach ja. Wegen unterlassener ärztlicher Hilfeleistung. Woher weißt du das? Von Heiko. Seinen Vater will ich vors Gericht bringen. Na und? Der bringt's fertig und lässt eine Obduktion vornehmen. Du reagierst da so gelassen.
Sowas kann sehr unangenehm werden. Ich kenne solche Fälle aus unserer Kanzlei. Sterbehilfe und so. Hast du gesagt Sterbehilfe? Nicht aktive Sterbehilfe. Also passive. Uli, wollen wir jetzt weiterspielen? Würdest du mal für mich weiterspielen, freundlicherweise? Ich glaube nicht, dass deine Figuren sehr gut stehen. Ach, so schlecht nun auch wieder nicht. Und wenn, du wirst das Ruder schon rumreißen, ne? Na, Albert? Beobachtest du die Sterne? Ich denke über das Leben nach. Und zu welchem Ergebnis bist du gekommen? So alt ich auch geworden bin. Ich wundere mich immer wieder, was Menschen Menschen antun können. So ist das Leben. Ja, ich kann mich damit nicht abfinden. Und ich werde mich nie damit abfinden. Merk schon, du bereitest deine Trauerrede vor. Ja, weißt du, Uli, ich wollte das erst ablehnen, aber ich habe es mir noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Es sind schließlich auch Christenmenschen. Christenmenschen? Herr Pastor. Ja. Vielen Dank. Sie haben sehr schöne Worte gefunden. Sie haben uns aus dem Herzen gesprochen. Ja, was soll ich Ihnen noch sagen? Ich weiß, wie schwer das für Sie ist. Aber denken Sie daran, das Leben geht weiter. So oder so. So oder so. Herr Pastor, soll ich Ihnen nicht heimfahren? Danke, nicht nötig. Mir ist das ziemlich an die Nieren gegangen, was Sie da über unsere Familie gesagt haben. Ich wollte Sie jetzt noch was fragen. Ja, bitte. Was würden Sie tun, wenn Sie an meiner Stelle wären? Würden Sie auf das Erbe verzichten? Ich bin nicht an deiner Stelle, Heiko. Und es geht auch nicht nur um das verdammte Erbe. Du hast mich nicht verstanden. Ich habe meinen Großvater doch sehr gemocht. Ich habe doch nichts Unrechtes getan. Zwischen deinem Vater und deinem Großvater war ein Leben lang Zwietracht und Hass. Und zwischen dir und deinem Vater ist es dasselbe. Soll denn das ewig so weitergehen? Kann denn keiner diesen Teufelskreis durchbrechen? Ach, ich wiederhole mich. Ich bin ja sehr müde. Ich muss mich etwas niederlegen. Soll ich Sie nicht heimfahren? Danke. Mein eigenes Fahrzeug. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Moin, Herr Fletsch. Wie war denn das Begräbnis? Ja, wie immer. Sagen Sie das nicht. Jedes Begräbnis ist anders. Ja, ist auch wieder wahr. Ja, aber ich habe noch nie mal einen Leichenschmaus gegeben. Ach, nun wollen Sie sich selber einen in die Pfanne hauen. Das ist auch richtig so. Fisch möbelt richtig auf nach so einem traurigen Ereignis. Den da. Den da. Den wollte ich haben. Weber, dein Pech, du kommst immer zu spät. Nehmen Sie doch den anderen, der ist genauso groß, das ist dein Zwillingsbruder. Angeln Sie nicht selber? Ein Zehner. Was ist denn? Ich wollte einen Vorschlag machen. Wir können doch in Zukunft zusammen auf den Steg. Hast du mit dir das Begräbnis wohl den Verstand geraubt, hä? Weißt du, was du bist? Na, 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 na. Weißt du, was du bist? Hauen Sie. Ja! Das wirst du mir büßen! Das wirst du mir büßen! So wird geangelt!
Du lässt ja gar nichts mehr von dir hören. Ich dachte, du wolltest nur den Flugschein machen. Hm? Oder hast du Angst vorm Fliegen? Ich habe eher Angst, dass dein Vater unterm Sitz vorkommt, wenn wir im Cockpit sitzen. Du bist immer noch nicht drüber hinweg. Ja, entschuldige bitte. Man sieht dich nur noch im Doppelpack mit ihm. Ich habe ihn nicht um seine Hilfe gebeten, aber ich kann auch gehen. Nun, warte doch, komm. So war es nicht gemeint. Entschuldige. Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, Sie möchten nicht immer mitten in die Untersuchung hereinplatzen? Herr Doktor, erstens platze ich nicht, zweitens bringe ich den gewünschten Verbandsmull und außerdem untersuchen Sie doch gar nicht. Also, ich untersuche dich gern, so ist es nicht. Ich kann auch zu Dr. Teschler gehen, so ist es nicht. Wieso, was ist denn? Bist du krank? Was fehlt dir denn? Du fehlst mir. Du bist wirklich der größte Idiot, den ich kenne. Wann drehen wir denn mal eine Runde mit deinem neuen Auto? Komm, das hättest du nun wirklich gleich sagen können. Außerdem sind meine Pillen alle. Was für Pillen? Du bist wirklich der größte Idiot, den ich kenne. So! Verwendsmänner, dass ich nicht lache! Die holst du mir auf der Stelle wieder raus! Wie? Kannst du noch mal angeln? Und da hast du die Würmer dazu! Bist du verrückt? Hör auf! Hör auf! Hör auf! Seit ihr Hundchen bei mir ist, bin ich ein ganz anderer Mensch geworden. Ah ja? Viel ruhiger und ausgeglichener. Finden Sie nicht auch? Haustiere sollen ja manchmal Wunder wirken. Ich weiß nicht, du? Vielleicht liegt sie auch an Ihnen. Ein Mann im Haus. Ein Mann wie Sie. Das wirst du mir büßen, du! Sie sind schuld! Sie sind schuld! Du. Sie haben angefangen! Du! Was ist denn mit dem passiert? Haltet ihn! Verdammt nochmal, haltet ihn! Sind denn hier alle völlig durchgeknallt? Das wirst du mir büßen, Bela! Das wirst du mir büßen, du! Wo kommen Sie denn her? War angeln. Hat sie vielleicht einen Walfisch ins Wasser gezogen? Passen Sie nur auf, dass die keine Lungenentzündung kriegen. Kümmern Sie sich doch um Ihre eigenen Angelegenheiten. Ah, mein Fuß. Mein Fuß. Ah, Frau Sellmann, ganz ruhig, da kriegen wir alles wieder hin. Sie wissen doch, Hunde machen ruhig und ausgeglichen. Ja, ja, ja. Ich musste noch mal mit Ihnen sprechen, Herr Doktor. Heute früh, da ging das ja schlecht. Also mehr kann ich Ihnen da jetzt auch nicht sagen. Kann man da wirklich nichts machen? Ich meine, heute macht man doch mit Medikamenten... Schauen Sie, Medikamente, die helfen da wirklich nicht. Ich weiß, es ist schwer, seinen Vater zu verlieren, aber vielleicht ist es auch eine Erlösung für ihn. Eine Erlösung? Nach all den Leiden, der mühevollen Pflege. Ich weiß, sowas sagt sich leicht, aber Ihr Vater hat ein gesegnetes Alter erreicht. Er hat sein Leben gelebt. Und was ist mit meinem Leben? Wenn mein Vater stirbt, stehe ich vor dem Nichts. Ich bitte Sie, Sie haben den Hof. Den Hof? Es ist der florierendste Hof weit und breit. Ich habe ihn zu dem gemacht, was er jetzt ist. Ich habe ihn durch alle Krisen geschleust. BSE und was weiß ich alles. Ich habe mein ganzes Leben lang geschuftet wie der letzte Ackergaul.
Nie Urlaub. Immer unter der Knute, wie der letzte Leibeigene. Sie kennen ja meinen Vater. Waren Sie über Kreuz mit ihm? Das heißt über Kreuz. Unser Verhältnis war nie das Herzlichste. Ich habe ihn auch manchmal verflucht, aber ich habe meine Arbeit gemacht. Und ich habe gedacht, dass ich eines Tages die Früchte, dass dann alles anders wird. Das wird ja nun. Tja, das wird es nun. Mich speist er mit dem Pflichtanteil ab. Bargeld, weiter nichts. Und den Hof? Den Hof erbt mein Sohn. Aber es ist ein richtiges, vollgültiges Testament. Alles notariell bestätigt. Was sagt dein Vater dazu? Der hat getobt. Die ganze Nacht auf Großvater eingeredet. Und mich bezeichnet er als Erbschleicher. Mich! Ihr scheint euch ja bestens zu verstehen. Ich kann mit ihm genauso wenig wie er mit seinem Vater. Das ist das Gleiche in Grün. Er behandelt mich wie seinen Leibeigenen. Sag mal, was ist denn da los bei euch? Ihr seid doch eine Familie. Familie. Wenn mein Großvater nicht gewesen wäre, dann wäre ich schon längst über alle Berge. Seit wann kennt dein Vater das Testament? Seit gestern Abend. Er ist einfach an Großvaters Papiere gegangen. Und dann hat er ihn die ganze Nacht bearbeitet, bis er endlich zugestimmt hat, das Testament zu ändern. Muss man sich nicht wundern, dass es dem Alten jetzt so schlecht geht. Aber geändert hat dein Großvater das Testament noch nicht? Nee, das hat er nicht geschafft. Aber jetzt wird er ihn entmündigen lassen und das Testament anfechten. Keine Chance. Wenn dein Großvater das Testament vorher aufgesetzt hat, keine Chance. Mach dir mal keinen Kopf, Heiko. Sag mal, leist du mir mal für eine Runde? Klar. Hey. Ich habe lange mit ihm gesprochen. Er wollte das Testament ändern, das müssen Sie mir glauben. Das glaube ich Ihnen, ja. Er war auch vollkommen klar, aber auf einmal heute früh. Was soll ich denn machen? Soll ich mir einen Strick nehmen? Herr Wolfsen, ich bitte Sie. Kann er nicht wieder ins Krankenhaus? Kann er da nicht künstlich ernährt werden? Jetzt mal ganz ruhig. Es war sein Wunsch, dass er nach Hause kommt. Sein letzter Wunsch. Bei vollem Bewusstsein. Und das muss ich akzeptieren. Und das sollten Sie auch akzeptieren. Wir haben nicht das Recht, sein Leben künstlich zu verlängern, gegen sein Willen. Es ist Ihre ärztliche Pflicht. Hey, du hast dich aber in Schale geschmissen. Na ja. Es ist aber noch nicht ganz so weit. Du kannst mir aber beim Kartoffelschälen helfen. Tut mir leid, geht nicht, ich muss gleich los. Na, wo willst denn du hin? Wir haben doch heute unser Fischessen. Verdammt, ich vertue dich. Hab ich ganz sogar vergessen. Willst du mir etwa auch noch einen Korb geben? Nee, ja, ich meine, Fisch können wir jeden anderen Tag auch essen. Ne? Ich muss jetzt los, sonst verpasse ich einen Bus. Schönen Abend noch. Ne? Na super. Ach, es ist ein himmelschreiendes Unrecht. Ein himmelschreiendes Unrecht. Albert, bitte jetzt beruhige dich. Wie kann dieser Mann den eigenen Sohn enterben, dass sie sein ganzes Leben auf dem Hof abgeschüttet hat? Entschuldige, aber kennst du die Familienverhältnisse wirklich so genau? Ja, das sehr genau. Ich habe den Alten getraut, ich habe seinen Sohn konfirmiert und den Jungen auch. Sind zwar alle schlechte Christen und stannische Esel, aber Recht muss Recht bleiben. Tut dir denn der Peter Wolfsen nicht leid? Er tut mir leid. Er tut mir sogar sehr leid. Mag er sein, wie er will, aber das hat er nicht verdient. Ich? Ja. Anja, was machst du denn da? Dein Turm. Ah. Darf ich nicht nochmal zurück? Das Turm ist weg. Der Turm, Gitte. Du bist gemein. Spielst du mal für mich weiter, Jeanette? Ich werde diese Familientragödie nicht zulassen. Ich werde diesem alten, starrischen Esel ins Gewissen reden und sei es auf dem Sterbebett. Albert, hörst du mir nicht mehr zu? Der Mann ist nicht mehr ansprechbar. Dann überweise ihn ins Krankenhaus.
Er hat schließlich zugesagt, dass er das Testament ändern wird. Häng ihn an den Tropf, bis er wieder bei Sinnen ist. So was sagst du, als Pastor. Ach was, ich bin kein Pastor mehr. Jeder hat ein Recht auf seinen Tod, das muss ich dir doch nicht sagen. Du hast recht, Ed. Lass ihn in Ruhe und Würde sterben. Damit dieser junge Schnösel schneller an sein Erbe rankommt, ja? Was mischst du dich da überhaupt ein? Dieser junge Schnösel ist sozusagen mein Mandant. Was? Dein Mandant? Dann sorg lieber dafür, dass seinem Vater Gerechtigkeit widerfährt. Juristisch ist das völlig in Ordnung, wenn jemand seinen Enkel als Erben einsetzt. Ach, so richtig. Was versteht der Bengel denn schon von der Landwirtschaft? Der macht ein bisschen mit den Pferden rum, das ist dann schon alles. Er will dort einen Ferienhof aufmachen. Ferienhof? Ferien auf dem Lande. Der Alte ist doch gar nicht unter der Erde und schon wird verfügt. Der Fisch ist fertig. Ach, mir ist der Appetit vergangen. Sag deinem Vater, dass es Sterbehilfe, was er da macht. Wenn ich ihn ins Krankenhaus bringen würde, das wäre Sterbehilfe, dann würde er nämlich schon unterwegs sterben. Was wirst du tun? Frag lieber, was kann ich tun? Na? Ich dachte, wir wollten mit Bein fahren. Ja, das können wir doch immer noch machen. Ist das ein Fluchtauto? Für alle Fälle? Quatsch. Ach, schau mal da. Sag jetzt bloß nicht dein Vater. Nein. Schau doch mal. Da hatte wohl jemand die gleiche Idee. Komm. Aber das ist trotzdem nicht nett von uns. Ach, mit Floriane, mit ihrer ewigen Kuppelei. Ich lass mich doch nicht verkuppeln. Ich lass mich auch nicht verkuppeln. Aber um den schönen Zander ist es ganz schön schade. Ja, vielleicht können wir ja hier irgendwo einen schönen Zander essen. Ne? Ja. Ich kann nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr. Können wir spielen gehen? Klar. Dass Gertrud einfach abgesagt hat, ich verstehe das nicht. Ne, das war mein letzter Versuch. Nimm du wenigstens. Ich platze. Komm, was soll ich denn machen mit dem ganzen Fisch? Du, Flo, ich muss dir was sagen. Ich kann noch mal für 3 Wochen in die Reha. Allerdings auf eigene Kosten. Wieder darunter? Mhm. Gleich zu Ferienbeginn. Aber das ist doch die Zeit, in der wir zusammen verreisen wollten. Ich brauche die Kur. Ich bin immer noch nicht ganz fit. Ist was? Das frage ich dich. Du bist doch so komisch in letzter Zeit. Eigentlich seitdem du wieder da bist. Ach, Quatsch. Ja, und da fährt uns doch tatsächlich der letzte Bus vor der Nase weg, ne? Ja, und wir sitzen da mit unserem Zander. Und war er denn wenigstens gut, der Zander? Ja, lecker. Ja, und das wäre ja auch nur für eine Nacht. Ne? Ah, Abend. Guten Abend. Zimmer 324, bitte. So trifft man sich. Ja. Bitte, Herr Doktor. Danke. Ja, also dann. Angenehme Nacht. Ja. Ihnen auch. Ich hätte noch 325. Ist ja genau daneben. Ach, hätten Sie nicht vielleicht ein anderes Zimmer? Gut, dann die 323. Ja. Ja, danke. Bitte? Danke. Wenn das Mutti wüsste. Warum ist denn verkühlt? Oh, beim Angeln. Beim Angeln. Hm. Hat sich's wenigstens gelohnt? Och, na ja. Wollt ihr mal Luft? Ich husten. Haben Sie Fieber gemessen? Ich wollte nicht vorgreifen. Klingt gar nicht gut, Ihre Stimme.
Ich muss zum Glück keinen Unterricht mehr halten. Ich verschreibe ihm was gegen die Heiserkeit. Können Sie wieder anziehen. Glauben Sie, dass das eine Lungenentzündung wird? Das wollen wir nicht hoffen. Na ja. Na, Herr Flesch, Sie sind ja so winterlich heute. Wie kann ich warten? Bin Notfall? Was fehlt Ihnen denn? So was mir fehlt. Sagen Sie mal, hören Sie das nicht? Ich habe eine schwere Lungenentzündung. Das habe ich kommen sehen. Habe ich nicht gleich zu Ihnen gesagt, passen Sie auf, dass Sie keine Lungenentzündung kriegen mit Ihren nassen Klamotten? Ja, ich muss sofort vorgelassen werden. Nein, das geht aber nicht. Wir müssen alle warten. Sogar ich mit meinen gebrochenen Knöchel. Habe ich Ihnen zu verdanken. Jetzt nehmen Sie doch Vernunft an. Und warten Sie doch wenigstens so lange, bis der Weber raus ist. Wer ist denn? Weber? Weber? Der kann was erleben. Ich melde ins Gefängnis. Sind Sie verrückt? Moment, meine Herren. Was ist hier eigentlich los? Lassen Sie das. Ich kann nichts dafür, der ist hier einfach so reingestürmt. Ich kann das bestätigen. Er hat sich vorgedrängelt. Eigentlich bin ich nämlich dran. Ich habe einen gebrochenen Knöchel. Das habe ich ihm zu verdanken. Frau Sellmann, einen Augenblick bitte. Lungenentzündung. Dass ich nicht lache. Meine Herren, würden Sie mir bitte erklären, was hier los ist? Er hat mich angegriffen. Das haben Sie selber gesehen. Er hat mich ins Wasser geschossen. Das ist mutwillige Körperverletzung. Sie lügen, Fletch. Sie haben mich ins Wasser. Sie nicht. Er hat meine Fische ins Wasser gekippt. Oh. Und Sie? Wie hat die Angel nach mir ausgeworfen? Moment, aber jetzt mal Ruhe, meine Herren. Bitte Ruhe, ja. Sie haben sich wahrscheinlich in der Adresse. Hier ist nicht die Polizeistation und auch keine Anwaltskanzlei. Ist das klar? Uli, kommst du bitte mal? Frau Wolfsen ist draußen. Muss das jetzt sein? Ja, ich denke schon. Gut. Also, wenn die Mandanten dann bitte Platz nehmen dürfen. Bitte! Fieber müssen. Beiden. Ist heimgegangen. Ist ganz ruhig eingeschlafen. Mein Sohn hat die ganze Nacht an seinem Bett gesessen. Hat seine Hand gehalten. Mein Beileid, Frau Wolfsen. Ich weiß ja nicht, wie das ist mit den Formalitäten. Ganz ruhig. Ich komme dann vorbei. Ja. Ich muss mich bloß noch um meine Patienten kümmern. Oder wenn Sie warten wollen. Nein. Etwas erhöhte Temperatur. Trotzdem etwas Bettruhe kann nicht schaden. Mal richtig schwitzen, der Arme. 37,8. Das kann doch gar nicht sein. Herr Fletsch, machen Sie bitte frei, ich will Sie untersuchen. Herr Weber, Sie können gehen. Bis zur Beerdigung sind Sie beide wieder auf den Beinen. Beerdigung? Was denn für eine Beerdigung? Gestatten? Der alte Wolfsen ist heute Nacht verstorben. Ach. Nein. Mein Beileid. Sie sind ja beide mit ihm verwandt. Weitläufig. Sehr weitläufig. Ich denke, Sie werden dem alten Herrn doch die letzte Ehre erweisen. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Was soll ich denn sagen, Juliane? Nimmst du jetzt Fahrstunden? Wieso? Sehe ich so aus, oder was? Du riechst so nach Parfüm. Ich riech so nach Parfüm? Tatsächlich, woher das wohl kommt, ne? Du hast doch nicht etwa was mit der da. Ach, Mädchen, mit der doch nicht. Das ist doch nicht mein Typ. Das möchte ich dir auch geraten haben. Wieso? Der alte Lange bringt dich um. Da ist doch nichts dran. Das ist doch nicht meine Gewichtsklasse.
Du hättest dich an Gertrud halten sollen. Die wäre was für dich gewesen. Aber du treibst dich ja lieber in so zweifelhaften Etablissements rum. Pass mal auf, mein Mädchen, ich will dir mal was sagen. Kümmer du dich um deine eigene Angelegenheit, ja? Und jetzt will ich dir mal was sagen. Ach, ich sag überhaupt nichts mehr. Ist auch besser so. Ich wollte ja nur, dass hier wieder ein bisschen Leben in die Bude kommt. Hier wird bald mehr Leben in der Bude sein, als dir recht ist. Ich bin mal sehr gespannt, wen du diesmal anschleppst. Hoffentlich nicht wieder so eine halbseidene chinesische Psychopathin. Nee, das bestimmt nicht. Es tut mir leid, Herr. Weißt du, wo Vater ist? Draußen. Auf den Feldern, was weiß ich. Der ist doch vollkommen durchgeknallt. Das ist der Schmerz. Der Schmerz. Der bringt es noch fertig und zündet uns hier die Bude an. Wie kannst du sowas sagen? Das ist der Totenschein. Ja. Mein Großvater ist eines natürlichen Todes gestorben. Daran besteht wohl kein Zweifel. Sonst denkt mir mein Vater womöglich noch an, dass ich nachgeholfen habe. Oder Sie, Herr Doktor. Der bringt alles fertig in seinem Schmerz. Wann ist Ihr Schwiegervater geboren? Am 20. Mai 1920. Moin! Moin! Frau Sellmann müsste gereinigt werden. Ja, mach ich! Mach ich! Frau Sellmann, moin! Moin, Herr Doktor! Moin! Streißt ihr so? Ja, das ist das Nachtleben von Flensburg. Mit dem Doktor? Ach Jutta, der Doktor ist doch gar nicht meine Gewichtsklasse. Wer denn dann? Verrate ich nicht. Herr Doktor! Tut mir so leid, es ist so viel Unfrieden in unserer Familie. Ich weiß, wie schwer das für Sie ist. Ich wünsche Ihnen viel Kraft. Ich möchte, dass mein Schwiegervater wenigstens in Würde begraben wird. Entschuldigung, dafür bin ich nicht zuständig. Könnten Sie nicht, ich meine, Pastor Engel ist auf Urlaub und ich möchte nicht, dass irgendein ortsfremder Pastor... Aber Frau Wolfsen, ich kann doch keine Grabrede halten. Nein, nein, aber... Früher Morgen. Ich habe mir nur den Schlüssel für den Bootsteg geholt. Will mal wieder angeln. Ah ja, da soll es ja die fettesten Fische geben. Ha! Sonne, Kavenzwetter! Sonne! Deshalb darf ja auch nicht jeder angeln, nicht? Nur die Verwandtschaft. Ich wusste gar nicht, dass Sie mit denen verwandt sind. Weitläufig. Die Mutter meiner Frau ist die Schwipp-Großcousine von Wolfsens Onkel. Sie wollten zum alten Wolfsen? Bitte? Soll letzte Nacht sehr schlimm gewesen sein. Na denn, Ja, Herr Petri, heil! Die Mutter seiner Frau ist die... Moin, moin. Moin. Sie hatten bei mir angerufen. Es geht ihm ganz schlecht. Er wird sich schon wieder aufraffeln. Wollen Sie einen Kaffee, Doktor? Danke, nein. Ich schaue mal nach ihm. Ich finde schon den Weg.
soll das alles bloß weitergehen? Herr Wolfsen? Herr Wolfsen, ich bin's, der Doktor. Dr. Teschner. Erkennen Sie mich nicht? Herr Wolfsen. Ja, wenn es dir zu viel wird, bitte, dann kann ich ja die Pflege übernehmen. Ist ja schließlich mein Vater. Ich tue ja alles. Ich tue ja alles, was ich kann. Sind die Pferde auf der Koppel? Wohin sonst? Dann gehst du jetzt in den Stall. Ich weiß selber, was ich zu tun habe. Quatsch mich hier nicht dauernd voll. Du, noch hab ich hier das Sagen, mein Lieber. Heiko. Moin. Na, wie geht's? Wo waren die Pferde? Denen geht's hier noch am besten. Setzen Sie sich doch. Danke. Kaffee? Ja, gern. Wenn Sie mich fragen, Herr... Dich fragt aber niemand. Klar, mich fragt ja niemand. Ja, kannst doch nicht schnell genug gehen. Moin. Sie können es ruhig sagen. Es geht zu Ende, ja? Sein Zustand hat sich sehr verschlechtert, seit ich das letzte Mal hier war. Irgendwas muss passiert sein. Ach, was soll denn passiert sein? Das wechselt doch ständig bei ihm. Vertretungsweise. Hoppla, jetzt ist der Herr Martin wieder da. Haben Sie Ihren Schülern nun endlich die Anglizismen ausgetrieben, also cool und Event und so? Hopfen und Malz verloren. Ist eine andere Generation. Ich bin froh, dass ich wohlbehalten ins Privatleben zurückgekehrt bin. Habe ich wenigstens wieder genug Zeit zum Angeln. Ah ja, Angeln. Und da wollen Sie jetzt bestimmt den Schlüssel für den Bootstick holen. Ja. Da soll es ja solche Kavenzmänner geben. Hä? Oh, Prachtexemplare, Doktor, Prachtexemplare. Sagen Sie, sind Sie eigentlich auch mit den Wolfsens verwandt? Weitläufig, nur sehr weitläufig. Die Nichte meiner Frau ist die, warten Sie mal, die Großcousine von, Ersparen Sie mir die Details, ersparen Sie sie mir. Den Schlüssel hat übrigens schon der Herr Fletsch geholt. Fletsch. Moment, Moment, Moment. Wollen Sie in Ihrer Verwandtschaft nicht wenigstens guten Tag sagen? So eng sind unsere Beziehungen nicht. Und der Unfried in diesem Haus. Ja, wie das so ist auf dem Lande. Wenn es ans Sterben geht, geht's auch ans Erben. Aber ich habe nichts gesagt. Petri, heil! Sieht gut aus, der Zander. Der sieht nicht bloß gut aus, er schmeckt auch so. Dann nehme ich doch die beiden. Ich würde sagen, nehmen Sie noch einen dritten, ich mache einen guten Preis. So frisch kriegen Sie die nie wieder. Ja, sag mal, kochst du für eine ganze Kompanie, Florian? Hallo. Ja, du, wir sind inzwischen eine richtige Großfamilie geworden. Jeanette, Gitte, Eckholm und Vanya ist auch noch zu Besuch. Ach. Wissen Sie was, junge Frau, ich mache Ihnen die gleich fertig. Das ist ja nichts für so zarte Frauenhände. Und geben Sie dem Lütten nichts davon, der verträgt das nämlich noch nicht. Klar, Herr Opti, klar. Mensch, du, wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen. Ach, hör bloß auf. Was ist denn? Ist was mit Martin? Nee, mit Hinachsen. Ich könnte mich schwarz ärgern über den. Man braucht bloß den Namen Gertrud zu erwähnen und schon... Ging doch so gut an mit denen. Ja, das dachte ich auch, aber Banane. Irgendwie gehen die sich ganz komisch aus dem Weg. Ach, ich dachte immer, wenn zwei zusammenpassen, dann die beiden. Hm. Ich steig da auch nicht dahinter. Lad sie doch zum Fischessen ein, ganz unverfänglich. Genau deshalb bin ich hier. Na, was wären denn da für Intrigen gesponnen? Ich hätte auch gern zwei schöne Zander, Herr Obden. Das ist Makrele. Zander liegt da hinten. Ja. Ah, der hat mir gerade noch gefehlt. Ah. Reißen Sie Fletsch! Beißen? Sonne Kavenzmänner! Ich komme hoch zu Ihnen! Oh, Weber! Musste früher aufstehen, ne? Heute angel ich hier. Wie Sie meinen!
Verschwinde, verscheuch mir die Fische. Hau ab, das ist mein Hoheitsgewässer. Hoheitsgewässer? Hast du Hoheitsgewässer gesagt? Na, warte doch. Da ist einer dran. Hau ab, du mieser Fischotter, du. Da ist einer dran, Flötsch. Das ist ein Kavenzmann. Was, Fisch? Was bist du? Was bist du? Hau ab!